Ja, und ich möchte jetzt fragen, was ist das denn eigentlich für eine Gruppe? Also grundsätzlich kann man sagen, dass diese Gruppe der geeinten deutschen Völker und Stämme zumindest für einen Teil des Milieus sinnbildlich stehen kann. Es gibt aber auch sehr viele andere Gruppierungen und Einzelpersonen, die innerhalb des Milieus aktiv sind. Das heißt, man gibt sich, wie im Falle dieser Gruppierung, aus als Organisation, die an Freiheitsrechten vermeintlich interessiert ist und Naturverbundenheit vorschützt. Im Kern allerdings findet sich dann eine Verschwörungsvorstellung, nämlich, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Gebilde sei, was Teil einer Verschwörung gegen des deutschen Volkes ist. Und darin einigen sich diese gesamten Gruppierungen des Milieus. Herr Ratjeb, nun gibt es ja ganz viele dieser Gruppierungen und Gruppen. Macht das Sinn, eine einzelne jetzt zu verbieten? Es ist durchaus sinnvoll, so ein Verbot vorzunehmen. Zum einen, weil es wichtig ist, das Signal innerhalb dieses Milieus ausgesendet zu wissen, also dass bestimmte Handlungen auch eine Grenze erfahren. Und wenn man den Angaben des Bundesinnenministeriums folgen kann, ist dies geschehen, weil die Bedrohung von Mitarbeitenden, von Angestellten, von Beamtinnen und Beamten des Staates so hoch geworden ist, dass dieses Einschreiten auch notwendig gewesen ist. Und kommt eben ihre Verfassungsfeindlichkeit, indem sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland anzweifeln. Nun ist dieser Begriff Reichsbürger ein Begriff, da hört man immer mal in einem solchen Fall wie einem Verbot etwas von. Aber was machen die denn eigentlich? Was ist denn der ideologische Hintergrund? Letztlich geht es darum, die große Verschwörung gegen das deutsche Volk aufzubrechen, wohinter sich dann antisemitische Weltverschwörungsvorstellungen dann auch verbergen. In der Praxis bedeutet das erst einmal, sich mit der Bundesrepublik Deutschland, mit den lokalen Gemeinden auseinanderzusetzen, Drohbriefe zu verfassen und jegliches amtliches Handeln und staatliches Handeln der Bundesrepublik Deutschland in Frage zu stellen, abzuwehren. Und im Zweifelsfall auch mit Bedrohung aufzutreten. Gleichzeitig geht es aber auch diesen Gruppen darum, einen eigenen Staat, sei es jetzt ein deutsches Reich oder auch eine andere staatliche Form aufzubauen, um dort dann auch handlungsfähig zu werden. Das heißt, Gruppen, die glauben, als eine Regierung in einem parallelen Staat existieren zu können, handeln wie Regierung. Einige treiben es dann sogar so weit, dass sie komplette Parallelsysteme versuchen zu entwickeln, sei es mit eigenen Online-Marktplätzen, sei es mit eigenen Tankstellen oder auch mit eigenen Gesundheits- oder Banksystemen. Das war Peter Fitzek, der das Ganze in Sachsen-Anhalt auf die Spitze getrieben hat. Herr Ratjeb, Sie sind ja Politikwissenschaftler. Wie muss man sich das denn ideologisch nun vorstellen? Das ist ja mehr als nur Spinner zu sein, die sich so ein bisschen von der Gesellschaft absentieren, die sich von den, sagen wir mal, normalen Normen bei uns in der Gesellschaft abtrennen. Was passiert da konkret bei Ihnen? Also es ist wichtig, zunächst mal hervorzuheben, und das gerät manchmal ein wenig aus dem Blick, dass der Kern dieses Milieus A, so alt ist wie die Bundesrepublik Deutschland selbst und B, aus dem Rechtsextremismus auch entstammt. Das heißt, die Sozialistische Reichspartei war quasi die geistige Urheberin, besiedelt von Nazis und Neonazis, die das Deutsche Reich wiederherstellen wollten als autoritäres Regime und die Bundesrepublik als liberale Demokratie abschaffen. Und in dieses Milieu hinein wirken diese Strömungen noch immer. Nicht umsonst ist es bei der aktuellen Gruppe auch so, dass sie Solidarität mit Horst Mahler, einem rechtsextremen Neonazi, Holocaustleugner und Antisemiten, ausgesprochen hat. Und dort gibt es immer wieder diese Verbindungslinie. In das Milieu hinein kommen die Menschen durch vielleicht auch konkrete Probleme und dann glauben sie, dort die vernünftigen, für sie zutreffenden Antworten zu finden, weil sie als Deutsche, als betrogene Deutsche angesprochen werden. Und so können sie Stück für Stück über Tipps, wie man vermeintlich Steuern vermeiden kann oder auch Abgaben an den Staat, hin zu einem antisemitischen
ideologisch aufgeladenen Weltbild kommen, in dem sie dann erfahren, dass der deutsche Staat nur existiert, weil er Teil einer Verschwörung gegen die Deutschen ist und dass das die Ursache ihres persönlichen individuellen Leidens sei. Jetzt kann man sich vorstellen, dass man diese Menschen sehr gut instrumentalisieren kann. Wird das von Rechtsextremisten gemacht? Nun, jede politische Gruppierung versucht, weitere Anhängerinnen und Anhänger zu gewinnen. Da unterscheiden sich jetzt auch Gruppen aus diesem souveränistischen Reichsbürgermilieu nicht von anderen Gruppierungen, die eine politische Agenda verfolgen. Da gibt es Leute, die versuchen, daraus Kapital zu schlagen, aber das sollte man auch nicht einfach nur als Form von Gier oder etwas Ähnlichem kritisieren. Man muss dabei immer auch betonen, wie wichtig es ist, dass Menschen ihre Miete bezahlen können. Und wenn das Teil ihrer Arbeitsbeschreibung ist, diese Ideologie zu verbreiten, umso länger können sie dann auf den Tag geschaut auch in dieser Art und Weise tätig sein. Gibt es einen Grund in Ihren Forschungen, den Sie gefunden haben, warum die Zahl dieser Reichsbürger und Rechtsextremen zunimmt? Nun, es gibt, das muss ich vorwegstellen, keine sozialwissenschaftlich gesicherten Zahlen, wie groß dieses Milieu eigentlich ist. Das, was wir aber jetzt feststellen, ist, dass seit den tödlichen Schüssen damals im Oktober 2016 in Georgensgmünd die Bundesbehörden angefangen haben, überhaupt Statistiken zu führen. Und dort waren es das Bundesamt für Verfassungsschutz und einige Landesämter haben davor schon auch Zählungen vorgenommen. Was wir jetzt eigentlich viel mehr haben, ist eine Erhellung des Dunkelfeldes. Das heißt, bevor überhaupt diese Zählungen gemacht worden sind, wussten wir von gar keinen Zahlen. Und jetzt wird Stück für Stück das sichtbar, was eigentlich zuvor im Verborgenen geblieben ist. Deswegen war es auch keine Überraschung, dass in den letzten Jahren, je weiter sich dieser Vorgang professionalisiert hat, dann auch die Zahlen erhöht haben. Es ist allerdings schwierig, jetzt nachzuweisen, inwiefern diese Zahlen rasant ansteigen, inwiefern neue Menschen in dieses Milieu kommen. Was allerdings positiv auf diesen Effekt wirken kann, im Sinne von einer Steigerung der Menschen, die in dieses Milieu gehen, ist, dass aktuelle Krisen auch innerhalb dieses Milieus aufgegriffen werden und für ihre Propaganda eingespannt werden. Alle größeren Krisen, alles, was Menschen irgendwie in eine Verunsicherung führt, nutzen Menschen aus diesem Milieu, um zu sagen, hinter dieser Verunsicherung stecken zum einen dunkle geheime Mächte und dann, je weiter die Menschen dort reintauchen, wird das Ganze dann als jüdische Weltverschwörung offenbart. Und gleichzeitig bieten sie in ihren Strukturen vermeintlichen Halt, eine Ordnung, wie die Welt eigentlich sein sollte. Und diese ist dann zumeist völkisch, rassistisch und antisemitisch fundiert. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterung und für Ihre Beschreibung der Szene. Dankeschön. Sehr gerne.